Herzlich willkommen zum DLR Webcast. Deutschland beteiligt sich in der Fernerkundung der Erde auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wir haben viele wissenschaftliche Einrichtungen in Deutschland, natürlich insbesondere das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, aber auch andere Einrichtungen wie das Geoforschungszentrum in Potsdam und auch Max-Planck-Institute, die eben auch Erdbeobachtung durchführen. Das heißt, wir sind ganz breit aufgestellt und wir haben auch eigene Missionen, wie ganz besondere Missionen, die TerraSAR und Tandem-X-Mission. Ja, wir haben mit TerraSAR X und Tandem X einen Traum verwirklicht, nämlich einen Formationsflug von zwei SAR-Satelliten, die also mit dieser synthetischen Apertur in der Lage sind, auch dreidimensional die Erde aufzunehmen. Das war ein großer Schritt. Wir hatten Vorversuche und auch schon Dinge durchgeführt, auch schon mit der Shuttle-Mission SRTM im Jahr 2000. Und jetzt sind wir in der Lage, die gesamte Erde in einem dreidimensionalen digitalen Modell abzubilden. Insofern ist diese Entwicklung der SAR-Technologie und dann eben auch dieser Zwillingskonfiguration ein ganz großer Schritt für die Erdbeobachtung. Die Herausforderung, die wir haben, ist natürlich zum einen immer das Geld. Raumfahrt braucht Geld und wir brauchen immer wieder Geld für unsere Missionen. Aber ich bin sicher, hier fragt man eher nach den inhaltlichen Herausforderungen. Wir wissen mittlerweile, dass wir mit der Erdbeobachtung ganz viele verschiedene Bereiche auch erfassen können. Es geht weit über die normale Betrachtung der Erde hinaus. Wir können wissenschaftliche Ergebnisse erreichen, wir können Krisensituationen besonders anschauen. Und die Herausforderung besteht aus meiner Sicht darin, die verschiedenen Satelliten, die verschiedenen Quellen, die wir haben, so zusammenzuführen, dass wir einen größtmöglichen Erfolg davon haben, dass wir also möglichst mehr haben als nur ein einzelnes Ergebnis und noch ein einzelnes Ergebnis, sondern dass 1 und 1 wirklich mehr als 2 wird. Unsere Überlegung zur Kooperation beruht auf insgesamt 3 großen Säulen. Das erste ist das nationale Raumfahrtprogramm, in dem wir auch nationale Erdbeobachtungsprogramme durchführen. Die zweite Säule ist das europäische Programm, insbesondere die ESA, aber auch die Europäische Kommission. Und die dritte Säule, das ist die Welt, die ganze Welt. Und im Zusammenspiel dieser verschiedenen Bereiche, national, europäisch, international und der verschiedenen darin enthaltenen Bereiche, nämlich Wissenschaft und Wirtschaft, darin liegt natürlich eine große Chance, um aus Erdbeobachtung mehr als schöne Bilder zu machen, sondern wirklich den Nutzen für die Menschheit dabei auch auszubauen. Das war der DLR Webcast.